Ach so, wie es geraucht hat, die drüben. Ja. 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 Ladies and Gents, welcome back to my channel. Heute wieder für euch mit einem neuen Tabak-Review. Ich bin wieder nicht alleine. Ich habe auf dem Sofa meine zwei Yes Brothers. Welcome back. Immer willkommen. Habt ihr Lust auf eine Party? Und heute bin ich am Start mit den Jungs, um euch einen neuen Tabak vorzustellen. Eine Marke, die wir bis jetzt noch nicht vorgestellt haben. Wir haben den True Passion Oculum. True Passion Oculum, das ist das Zugpferd von True Passion. Das ist die Marke, die am besten läuft. Die Marke, die am besten verkauft wird. Die Marke, die am besten schmeckt von allen, die ich gehört habe. Das ist der beste Flavor. Was sollte drin sein? Drin ist vom Hersteller angegeben die Zitrone, der Holunderblüter, Holunderblüte und den Ingwer sollte drin sein. Kommen wir zur Dose, zur Verpackung. Die Dose kommt wieder in eine stinknormale Plastikdose, wie wir sie alle kennen. Nichts Spezielles. Was wir in der Schweiz haben, sind auch ein paar Abschreckbilder, aber nicht so wie in Deutschland. Wir haben hier den gefangenen Zigarettenmann haben wir drauf. Auch ein paar Warnzeichen. Ja, und das Logo von Oculum. Wie gesagt, die Dose stinkt normal. Gibt es nicht viel zu sagen. Dazu zur einfachen Dose. Der Tabak kam natürlich in der normalen Plastikdose, Tabakbeutel dazu und zweifach verpackt. Und das war es eigentlich auch schon. Möchtest du noch was dazu hinzufügen? Die Plastikdose ist wirklich sehr gut verarbeitet. Alles, was drauf ist, hat auch ihren Sinn. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen! Aber ich muss sagen, die Verpackung gefällt mir sehr gut und ja. Ich denke an den Verpackungen, an diesen Verpackungen kann man nichts Falsches machen. Sind angenehme Plastikdosen, die man zumachen kann. Fischtet nicht. Genau, was ich sagen wollte noch, mit dem Erdnussdeckel wie bei Nameless, das ist für mich das absolute Brett an der Dosen. Da kommt wirklich nichts raus. Wenn man da nicht sauber vielleicht den Tabak rausnehmen kann, sein, dass dann Spürchen an Molasse oder so rausläuft oder so. Aber sonst ist es eine gute Dose. Kommen wir zum Schnitt und zum Tabak. Der Tabak kommt in einem braunen Schnitt. In einem braunen Schnitt. Du hast einen feinen bis mittleren Tabak. Ich sehe jetzt hier praktisch keine Äste und auch keine Blätter, also vom Schnitt her top, würde ich sagen. Ist ein guter Schnitt. Die Molasse ist auch gut eingezogen. Ich sehe jetzt überhaupt keine überschüssige Molasse. Ist wirklich genau richtig von der Feuchtigkeit her. Ist ready to smoke. Was sagst du dazu? Der Schnitt ist ein knapp feiner bis mittlerer Schnitt. Die Molasse ist gut eingezogen. Der Tabak glänzt wirklich schön, braun, goldbraun und keine überschüssige Molasse dabei. Diesen Tabak finde ich, ist wirklich sehr fein geschnitten eigentlich, aber hat ein paar sehr feine Äschen drin, einen sehr schönen braunen Schnitt und muss sagen, gefällt mir. Farbton ist gut, wie gesagt. Also, es gibt nichts zu bemängeln, weder an der Dose noch an dem Schnitt. Ich muss sagen, hier kann man sagen, ist wirklich alles gut. Die Molasse ist gut eingezogen, der Schnitt ist gut, den Tabak ist auch wirklich gut. Also ist wirklich alles top. Kommen wir zum Geruch. Was drin sein sollte, habe ich euch schon gesagt. Ich wiederhole es nicht wieder. Kommen wir zum Geruch. Ja. Als erstes kommt mir entgegen die Limette, die Zitrone, Entschuldigung. Die Zitrone ist eine säuerliche Zitrone, die ganz fein ins Süße geht, das kommt wahrscheinlich auch von Holunder.
Den Ingwer, keine Ahnung, ich habe Ingwer, wenn ich mich gut erinnere, genau nur im Senf gegessen. Also von Ingwer her müsste es eine Schärfe, eine Stärke geben. Rieche ich jetzt nicht aus. Aber ist wirklich eine ganz andere Zitrone. Zitronentabak. Von mir aus riecht er echt gut. Noch zu erwähnen, Okolum sollte sich anlehnen an den deutschen Moloko, dieses Energy Drink, dieses Erfrischungsgetränk. Ja, riecht echt gut. Sagst du zu mir? Also hier definitiv im Vordergrund die Zitrone. Wie schon erwähnt, es ist keine wirklich süße Zitrone, sondern eine eher bittere, säuerliche Zitrone und fein, wirklich aber nur dezent eine kleine süße Note des Holunders, aber definitiv im Vordergrund die Zitrone. Also bei diesem Tabak muss ich sagen, ist wirklich die Säure kommt wirklich hervor. Der Holundergeschmack ist wirklich ein bisschen sehr verborgen. Und Ingwer. Genau. Ingwer, isst du den Ingwer raus? Ich nicht. Ich sag raus, aber schnell! Der Ingwer ist wirklich sehr gut darin versteckt. Also kann man sehr schlecht herausriechen. Ich würde sagen, eben, es gibt ein bisschen eine Schärfe noch an dem Tabak. Ein bisschen eine Schärfe, aber sonst. Ja. Ja. Vermutlich betont er den Tabak eher, als dass der Ingwer im Tabak vorkommen soll. Gibt ein bisschen eine Schärfe, dem Holunder, der Zitrone. Und jetzt kommen wir zur Rauchentwicklung. Was mir präsent als erstes auffällt, ist die Zitrone. Wie gesagt, das ist eine säuerliche Zitrone, frische Zitrone auch, muss man auch sagen, eine frische Zitrone. Der Holunder gibt ihm die Süße. Wer Holunderblütensirup zum Beispiel getrunken hat, weiß, wie das schmeckt. Ist eine süße Note, die sich sehr gut paart mit der Zitrone. Ist nicht so ein Zitronen-Minztabak, den man von überall kennt. Von mir aus gesehen wirklich sehr gut Ingwer, wie gesagt, nur die Schärfe vielleicht. Also die Rauchentwicklung, man sieht es eigentlich schon, ist top, definitiv gut. Zum Geschmack, die Zitrone ist nicht wie beim Geruch direkt hervorstechend, sondern wird fein durch die Holunderblüte meiner Meinung nach gut abgerundet. Und auch die Holunder, welche eher dezent war, sticht ein bisschen mehr in den Vordergrund, was den ganzen Tabak für mich abrundet und definitiv angenehm macht zu rauchen. Also die Rauchentwicklung ist wirklich bombastisch. Es kratzt nicht, es hat wirklich den Geschmack, den man hervorrufen will. Es drückt nicht, kratzt nicht. Es ist sehr, sehr entspannt rauchen. Man kann wirklich jederzeit eigentlich rauchen. Es ist Tag für jeden Tag, ja? Könnte man auch jeden Tag rauchen. Ja, wirklich zur Nacht, zur Zeit, in der man gerade wirklich Lust hat, kann man wirklich perfekt rauchen, weil eben kratzt nicht, riecht nicht, gar nichts. Was ich hier anfügen muss, es ist keine penetrante Note, sondern wirklich eine angenehme Note, weshalb ich hier zustimmen muss und der perfekt für zwischendurch ist, wenn man etwas will, das nicht penetrant im Mund steckt. Also es bleibt trotzdem vollmundig, das kann man sagen, es ist vollmundig vom Geschmack her. Es ist echt gut, es gibt gar nichts zu bemängeln, weder zur Dose noch zum Geschmack, zum Schnitt, zu irgendwas, zur Rauchentwicklung, wirklich top. Noch zu erwähnen, True Passion. Der kostet in der Schweiz 39 Franken, 200 Gramm Dose, beim shisha-king.ch in Zürich. Und sonst? In Deutschland wäre der erhältlich für 16,99 €. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben alles gesagt. Können wir noch etwas dazufügen? Nein. Super. Ich danke den Jungs, dass sie mir geholfen haben bei der Review. Ich wünsche euch gute Zeit, guter Rauch. Bis zum nächsten Mal. Peace!